Hallo und willkommen zurück bei Styx. In der letzten Folge, ja, sind wir hier etwas sehr planlos rumgelaufen und wissen nun auch, dass da hinten, hinter dieser Tür, na, Ritter sind, die uns, ja, nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Das hier habe ich schon aktiviert. Ja, und ich muss immer noch hier da durchkommen. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht genau wie. Wenn ich denke mal, dass ich da hinten wahrscheinlich hin muss. Ich will mal probieren, kann ich? Kann ich nicht. Ich würde mich ja gerne dort einfach so durchschnitzeln. Aber das wird auch nicht funktionieren. Naja, wenn nicht, muss ich wirklich nachgucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da durchzukommen. Denn ich wüsste sonst keine andere Möglichkeit. Habe ich das nicht auch schon probiert? Da rutscht mir immer das Herz in die Hose. Okay, und dann darüber. Wenn ich schon mal hier bin. Ist das ein Ritter? Ich weiß nicht, was das hier für Gestalten sind. Aber der hier sieht auf jeden Fall auch sehr böse aus. Aber es bringt mir auch nichts, weil ich muss hier in die Richtung rüber. Hier hoch. Wartet mal. Ach so, okay, hier war ich auch schon. Von hier kam ich, ne? Glaube ich, ja. Aber vielleicht komme ich hier weiter. Ich glaube zu wissen, dass hier irgendwo einer steht. Ich denke zumindest, dass hier einer steht. Walls, locks, latches, doors, gates. These humans sure like locking each other up. All this is making me nervous. The
stuffy smell. When was the last time I breathed some real air? It was, I don't even remember. Goddamn headache. Okay, da hinten ist ein na, ein Ritter. Aber es ist zumindest schon mal richtig, wo ich jetzt hier entlang laufe, glaube ich. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr, ob wir Ritter überhaupt töten können. Okay, du stehst da gefährlich nahe. Aber ich glaube, okay, ich bin jetzt zumindest schon mal auf der gegenüberliegenden Seite. Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Hebel gemacht hat, aber okay. Aber ich komme auch nicht an dem Ritter vorbei. Ich gehe jetzt aber kurz nochmal hoch. Und hol mir Sand. So. Mal, ob ich hier runterkomme. Vielleicht bringt mir ja das was. Hoch. Das ist der Kamerad da unten, ja. Ah, okay, der eine ist da eingesperrt. Genau, da bin ich. Ich wollte da drauf und bin dann da in das Ding reingehüpft. Was dann natürlich falsch war. Aber ich glaube, ich bin hier trotzdem hoffnungslos verloren. Das Einzige ist, ich kann mal hier reingehen. Kann versuchen, dass ich vielleicht diese zwei Herren hier. So viel dazu.
jetzt habe ich halt wirklich alles auf mir drauf. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Okay, da kann ich verstecken, das bringt mir aber auch nichts. Nee. Da kann ich was vergiften, aber das brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Da unten war ich aber auch schon. Das hat mir auch nicht viel gebracht. Und ich glaube, da hinten raus komme ich auch nicht weiter. Nee. Es tut mir echt leid, aber ich habe absolut keinen Plan, wie ich in das Labor komme. Entweder mache ich gerade einen gravierenden Denkfehler oder es ist einfach so übertrieben schwer. Ich werde mal gucken, wie ich weiterkomme. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, bis dann zur nächsten Folge. Tschüss!